So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch mit dem nächsten Pokémon Sonne und Mond Moveset Guide. Heute geht es um Alola Geowatz, denn ja, auch Geowatz hat eine Alola-Form bekommen. Dieses Mal vom Typ Gestein Elektro. Relativ unverständlich, bei Mauzi kann man es dann noch nachvollziehen, genauso wie bei Raticalo, bei Kokowai eventuell sogar noch. Aber Elektro-Gestein bei Geowatz, das ist mir doch schon etwas suspekt. Aber wie immer gucken wir uns erstmal die Stats an und die Resistenzen und Schwächen. Und dann zwei Movesets, wie ich Geowatz spiele oder spielen würde. Und ich würde sagen, wir legen mal los mit den schwächsten Resistenzen und Stats. Da sehen wir schon, wir haben eine KP-Base von 80, die halt relativ solide ist, gerade weil wir auch ein sehr, sehr defensiv aufgestelltes Pokémon sind. Ein Angriff von 120, der auch sehr, sehr gut ist, wir können also ordentlich austeilen. Verteidigung von 130 ist mit der Base-KP ziemlich gut, wir können also physisch-defensiv einiges wegtanken. Und Spezialangriff von 55 brauchen wir nicht, können wir also getrost weglassen. Spezialverteidigung von 65 könnte weitaus besser sein. Das ist doch unser größtes Problem. Also, wenn ihr ein speziell defensives Geowatz spielt, dann bitte bloß um Sandsturm und im besten Fall mit Assault Vest dazu. Dann kann das Ding echt den Gegner die Hölle aus dem Arsch tanken. Und Initiative von 45 ist halt echt sehr, sehr mager, aber es ist ein Gesteins-Pokémon. Und Gesteins-Pokémon sind in den wenigsten Fällen wirklich sehr, sehr schnell, von daher ist es eigentlich logisch, um zu verkraften. Resistenzen und Schwächen. Wir haben ein Viertel Schaden von Flugattacken. Wir bekommen die Hälfte an Schaden von Normal, Feuer, Gift und Elektroattacken. Wir haben eine Schwäche gegen Wasserpflanze und Kampf-Pokémon. Und eine Vierfachschwäche, also passt dahingehend besonders auf, weil Erdbeben ist ein sehr, sehr häufiger Move gegen Bodenattacken. Also das ist halt echt nicht gerade so geil. Ansonsten haben wir eine Vierfachschwäche gegen Wasser und Pflanze. Mit dem normalen Bodengesteinstyp, also von daher man kann es sehen, wie man will. So, zwei Movesets von diesem hübschen Geowatz. Dann wird zum einen ein defensives oder ein relativ, ja, man könnte es auch Bulky-Set nennen, mit den Überresten Elektrohaut als Fähigkeit. Das ist ungefähr sowas wie Pixelate, also Feenschicht. Das heißt, Normalattacken werden zu Elektroattacken, bekommen Step und werden dadurch natürlich ordentlich schlagkräftig, nenne ich es mal. Das Ganze mit Max Init, Max Angriff, 4 an die Spezialverteidigung, sachtes, hartes oder frohes Wesen, das könnt ihr euch raussuchen, wenn ihr es komplett offensiv spielen wollt, würde ich euch raten, spielt ein frohes Wesen, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Init dazu. Steinpolitur zum Initiative boosten ist logisch, Rückkehr, weil es halt dann ein Elektro-Step wird, Explosion, um größtmöglichen Damage rauszuholen mit dem Elektro-Move und der Elektro-Haut. Und Steinkante halt als Zweitslot, wenn ihr nicht unbedingt Explosion spielen wollt, spielt Steinkante oder Steinhagel, da habt ihr Elektro und Gestein als Step. Und dazu noch ein schönes Erdbeben. Erdbeben ist einfach ein guter Move, kann man immer gut spielen. Und dient auch so ein bisschen als Coverage zum Beispiel gegen Stahl-Pokémon und von daher kann man da nichts groß dagegen sagen. Das zweite Set ist ein eher defensives oder Bulky-Set, kann man es auch eher, ja, das ist ein Bulky-Set mit Offensivfest, Elektrohaut, Max-KP, Max-Angriff, 4 in Spezialverteidigung, hart als Wesen und in die Attacken Rambos. Natürlich, wir sind ein schweres Pokémon, machen halt größtmöglichen Schaden mit Rambos im besten Fall. Gerade gegen Feen-Pokémon, die momentan sehr, sehr common sind, ziemlich gut. Wenn jetzt so ein Tabubulu reinwechselt, ein Rambos, tut ihm sehr, sehr weh an und für sich. Rückkehr wieder als Elektro-Step-Move, Steinkante oder Steinhagel, wollt ihr mehr Damage, eine höhere Crit-Chance oder wollt ihr besser treffen? Das sind immer so die Glaubensrichtungen, wollt ihr Steinkante oder Steinhagel, sucht euch raus. Und wieder Erdbeben als Coverage-Move für den letzten Slot, denn so viel krasse Sachen lernt Geowatz nicht. Geowatz lernt übrigens richtig gute spezielle Attacken, aber hat halt nicht einen Spezialangriff, um es zu nutzen. Das ist sehr, sehr schade, aber was ich von euch wissen will, ist, was spielt ihr auf Alola Geowatz? Das interessiert mich ganz besonders. Und von daher, das war's von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein kleines Däumchen nach oben da. Und bis dahin, haut rein und ciao.